Was soll das? Robespierre. Er hat diesen Tag zum Feiertag des höchsten Wesens erklärt. Ja, Freunde, was geht? Hier ist Khalid. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity. Freunde, diese Mission habe ich jetzt, glaube ich, gefühlt 1000 Mal wiederholt, weil ich einfach da nicht weitergekommen bin. Ich habe es mir leider von anderen YouTubern angeguckt. Aber ich bin leider da auch nicht weitergekommen. Ist das die Stelle, wo ich die zwei Soldaten da ablenken muss? Und ich komme da einfach nicht weiter. Ich habe keinen Plan, was da abgeht. Eigentlich kenne ich diesen Weg bis dahin. Deswegen will ich auch nicht so lange warten. Wir sollten jetzt rational sein. Dein höchstes Wesen nicht Robespierre bedeutet. Wir sehen meine Notausstellung. Robespierre ist unangreifbar. Die Hälfte seiner Garde ist hier. Wir kommen nicht näher als 10 Schritte an ihn ran. Genau, wie ich sagte. Aber er ist nicht mehr so populär. Die Säuberung, das höchste Wesen. Wenn wir ihn diskreditieren, ist er am Ende. Ein großes öffentliches Spektakel ist der beste Ort. Ganz genau. Zeigen wir ihn als gefährlichen Irren, wird seine Macht schmelzen wie der Schnee im April. Aber wir brauchen überzeugende Beweise. Also das, was jetzt kommt, ist ja noch okay, aber was danach kommt, ich hab da wirklich echt gezweifelt. Endlich ist er da, der auf ewig glückliche Tage. Komm, verpiss dich da. Naja, das geht mich auch nicht. Ich brauche mehr Klingen. Ja, kurz die Klingen holen. Also sind jetzt hier gerade extrem wichtig, aber sehr sowas von. Komm, ich hab. Ich hab keine Zeit für dich.
Es hat auf Erden die Tyrannei, das Verbrechen und den Betrug herrschen sehen. Jetzt aber sieht es eine ganze Nation im Kampf mit allen Unterdrückern des Menschen gedrängt. Die, wie es ihr heldenhaftes Werk unterbricht, um Erfinder und Herzen auf das höchste Wesen zu richten, das in den Auftrag gegeben hat, es in Angriff zu nehmen und die Kraft, es durchzuführen. Hat seine unsterbliche Hand nicht in diesem Kodex von Recht und Gleichheit die Herzen der Menschen pflanzte, am besten erstmal abwarten. Mal sehen. Komm schneller. Merlin. Scheiße. Bourdon. Allesamt Abgeordnete des Nationalkonvents. Und geh weg. Listen von politischen Figuren, geschrieben von der Hand eines Mannes, der seine Rivalen gern auf die Guillotine schickt. Okay, schnell. Ja, das sollte doch funktionieren. Weg. Die eine kann ohne die andere nicht unter den Menschen existieren. Aber vorher gehe ich nochmal Klingen holen. Wollt ihr nicht über all eure Feinde triumphieren? Seid gerecht und zeigt dem höchsten Wesen die einzige Verehrung, die ihr wirkt. Das will ich verstehen. Ja. Also ich habe jetzt gemerkt, es jetzt nur mit der Berserker-Klinge kämpft die nur gegeneinander, also da rasten die dann aus und dann kämpft die nur gegeneinander, nicht mit der Phantom-Klinge. Das ist ein bisschen schwer, finde ich, weil man nur zwei Klingen davon hat und die eigentlich auch extrem teuer sind, finde ich. Liste. Mit etwa 50 Abgeordneten des Nationalkonvents. Alle in Robespierres Handschrift und alles seine Gegner. Oh, Leute, da ist es wirklich schon sehr schwer.
doch zuerst. Monsieur Robespierre hat private... Also ich weiß schon, dass der von hier rauskommt. Lenk die Waffen ab. Ich habe eine Idee. Lenk die Waffen ab. Aber ja, jetzt die Berserker klar. Oh, das stimmt. So, Berserkerklinge schon mal bereit halten. Ich hoffe, das klappt, dass das jetzt klappt mit der Berserkerklinge. Weil der andere kommt jetzt auch von diesem kleinen Zellchen heraus. Können Sie der wir haben die Berserkerklinge, ne? Genau. Bewaffnet mit der Dolchen des Autismus, dem Gift des Atheismus, können Sie der Welt... Oh, ich sehe den nicht! Bewaffnet mit dem Dolchen des Fanatismus... Oh, Scheiße. ...und dem Gift des Atheismus, oh, hab ich glaub, das nicht mehr schaffen. Ich glaube, das kann ich erstmal die anderen beiden da hinten wieder kommen. Mal beseitigen. Oh, hoffentlich klappt das jetzt bis. Komm schon. Weiter. Es muss schneller gehen. Komm. Ja, schneller, 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 schneller. Das kann doch nicht sein! Sie können der Welt nicht mehr schaffen. Es ist die Weisheit. So, jetzt klappt euch mal bitte. Die unsere schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will. Kann doch nicht sein, dass der noch lebt, ey. Lasst uns bewusst zu sein. Ich glaube, das Fahrer ist Pierre. Hör mal, das sind zwei Mutanten. Die müssen gegen den gewinnen. Lasst uns großzügig sein zu denen, die gut sind. Und du kannst dich jetzt auch mal bewegen. Komm, ich hab keine Klinge mehr. Leute, ihr wisst gar nicht, wie lange ich wirklich an dieser Mission drangehangen habe. Nur wegen einer Klinge. Und unerbittlich zu den Bösen. Okay, zwei. Lasst uns großzügig sein zu denen, die ja, komm, gut hallo. Sind, barmherzig zu den Unglücklichen und unerbittlich zu den Böswilligen. Aus dem Gebiet. Schnell, 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 schnell. Oh, endlich! Endlich! Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Los, zieh ich ab! Arm ist ab! Ich bin ein guter Kerl! Gut im Schlag, reißen, reißen und besondere Amputationen! Nee, echt nicht dann. Oh, endlich. Endlich. Junge, Junge, Alter. Ich mal wieder aussieht. Mutterkornpulver. Führt zu Halluzinationen. So wird er als Irre erscheinen. Nun müssen wir ihn nur noch gefährlich machen. Die Namensliste. Sie muss in die richtigen Hände gelangen, anonym. Wenn unsere Verwicklung auffliegt, weiß Germain Bescheid. Überlass das nur mir. Hallo. Staffel von Freiheit und Gnade, während Tausende zur Guillotine geführt werden. Würde Danton das sehen müssen, würde er an seiner Trauer ersticken. Aber was können wir tun? Trotz aller Gräuel steht das Komitee hinter ihm. Scheiße, nein. Nur solange wie er Fremde verurteilt. Ja, das kann ich sobald sich sein Blick auf sie richtet. Ja, wo ist er? Ihr könnt ein flüchtiges Leben wie der Gott
und der Unsterblichkeit widmen. Die Natur soll ihre Großzügigkeit zurückgewinnen. Und die Weisheit ihr Reich. Was Teufel denkt, ob ihr wer ist. Was ist denn? Lasst uns nicht auf ungetrübten Wohlstand hoffen. Auf Triumph ohne Anstrengung. Auf alles, das vom Glück oder der Perversität anderer abhängt. Ihr, die ihr in Elend lebt, hebt eure beklagenswerten Augen. Ihr dürft eure Augen wieder straflos gen Himmel erheben. Die Natur soll ihre Großartigkeit zurückgewinnen. Und die Weisheit ihr Reich. Geht vorbei. Vorbei. Ach, schneller. Wieder die Menschen rein. Den Platz, wir haben nicht mehr. Ihr dürft wieder gut. Seht euch den eitlen Fatzke an, Kult des höchsten Wesens allerdings. Es ist die Weisheit vor allem, die unsere schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will. Der Weisheit allein obliegt es, den Wohlstand von Imperien dauerhaft zu gewährleisten. Nur sie! Eine Liste der Feinde der Revolution? Das sind fast 50 Namen. Doch, der geht jetzt wirklich zu weit. Da tut die Fuchs im Hühnerhaus. Die armen Hennen. Und nun? Wir warten. Oh, Leute. War das eine Qual, wirklich. Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon 15 Wiederholungen hier gemacht. Ey, ich wäre fast verzweifelt, wirklich. Wäre ich nicht auf diese Berserker-Klinge gekommen, damit die selber ausrasten. Ey, hör auf. Zum Glück war es das jetzt wieder hier an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und ja, wir kommen fast zum Ende, Leute. Und wenn ihr wirklich noch ein paar Wünsche habt, die ich spielen sollte, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich lese sie mir durch, weil, auch wenn es noch ein paar sind. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Heilig. Ciao.